DAX und Dow Jones sind in den letzten 4 Wochen richtig stark gestiegen, haben ordentlich Gas gegeben. Und je höher ein Markt steigt, desto stärker ist der Schmerz bei vielen, die nicht mit dabei sind. Und da kommt dann die Angst, etwas zu verpassen. Und hier müssen Sie sich keine Sorgen machen. Lehnen Sie sich zurück, denn es gibt an der Börse immer und immer wieder, eigentlich jeden Tag gibt es neue Chancen. Und deswegen brauchen Sie sich auch aktuell keine Sorgen zu machen, irgendetwas zu verpassen. Wie es an den Märkten weitergeht und wo aktuell tatsächlich genau jetzt noch Chancen lauern, das gucken wir uns in diesem Video an. Bevor wir starten mit den interessanten Trading-Ideen mit den Märkten, noch ein kurzer Hinweis. Wenn Sie auf der Suche sind nach einer Strategie, wie Sie immer und immer wieder gute Gewinne an der Börse erzielen, dann möchte ich Sie einladen. Mich hat die Börse Stuttgart eingeladen, ein Webinar zu diesem Thema zu halten, und zwar jetzt am kommenden Montag. Montag, den 14.11. um 18 Uhr. Und melden Sie sich an. Ich packe den Link dafür in die Kommentare und es wird gut, es wird richtig viel Mehrwert geben. Und jetzt starten wir mal mit den Charts. Von 12.000 auf 14.400 Punkte ist der DAX zuletzt gestiegen. Und wenn Sie sich an mein letztes Video erinnern, hatten wir gesagt, hier an diesem Widerstand 13.800 bis 14.000 Punkte ist erstmal die erste Hürde und da besteht die Chance, dass der Markt wieder nach unten abkippt. Jetzt haben wir aber eine richtig dynamische Bewegung über den Widerstand gesehen und das müssen wir hinnehmen, das müssen wir werten und das ist mal ein klares Zeichen der Stärke, ne? Also da war niemand bereit, an diesem Widerstand Gewinne, die ja vielleicht nach hier oben hin eingefahren hat, die hier schon mitzunehmen. Das heißt, die Marktteilnehmer erwarten noch deutlich mehr. Der Markt ist kurzzeitig überkauft, keine Frage. Und die nächste massive Hürde, die wartet jetzt hier oben im Bereich 14.800. Dort hat schon mal ein Short sehr gut funktioniert. Und da besteht auch jetzt eine gute Chance, wenn wir hier ranlaufen, dass wir hier eine Gegenbewegung sehen. Und hier zeigt sich dann nochmal, wenn man jetzt auf den fahrenden Zug aufspringt, es gibt ein gutes Timing und es gibt ein schlechtes Timing. Langfristige Positionen, die kauft man, wenn ein Markt fällt. An Unterstützung zum Beispiel. Jetzt auf dem Weg nach oben sollte man keine langfristigen Positionen mehr kaufen, weil einfach die Gefahr oder die Chance, wie auch immer man es sieht, groß ist, dass wir, vielleicht fallen wir ja auch wieder auf 12.000. Es weiß keiner. So, aber kurzfristig können wir den Markt werten und sehen, okay, das ist momentan erstmal stark. Dieser alte Widerstand wird zur Unterstützung und vielleicht sehen wir ja, ich sag mal, Ping-Pong, 14.800, dann nochmal Rücksetzer, hier so ein bisschen Seitwärtsbewegung und vielleicht sogar später neue Hochs. Das weiß keiner. Das müssen wir uns Schritt für Schritt, können wir den Markt uns entsprechend anschauen. Und da wir jetzt momentan keine langfristigen Positionen aufbauen können, was geht denn immer? Es gibt ja immer Chancen, die wir an der Börse nutzen können. Da müssen wir ein Stück weit vielleicht mal den Blickwinkel wechseln oder die Zeiteinheit bzw. die Haltedauer unserer Position. Und deswegen ist Swing Trading eigentlich in jeder Marktphase super. Ja, man kann sich kurzfristig aufstellen, paar Tage, paar Wochen die Aktien halten. Wenn klar ist, zum Beispiel hier möglicher Short, so, da gibt ein schönes Chance-Risiko-Verhältnis. Stop-Loss hier drüber. Kursziel hier unten, hatten wir schon mal gemacht, Chance-Risiko-Verhältnis 2:1. Wo man, ich sag mal, 1.000er riskiert, kann man 2.000 gewinnen. Oder 100 riskieren, 200 gewinnen. Oder wie auch immer. Und jetzt sehen wir hier den Dow Jones. Auch ordentlich Gas gegeben in den letzten Wochen. Jetzt sind wir hier am Widerstand angekommen. 33.000 bis 34.000 Punkte. Hier im Dow Jones haben wir am Donnerstag auch nochmal Stärke gesehen. Allerdings, sind wir hier einfach jetzt ein Stück weit überkauft. Deswegen erwarte ich im Dow Jones weiterhin so ein bisschen Seitwärtsbewegung auf hohem Niveau und dann kann es später zu einer weiteren Trendfortsetzung kommen. Der Dow Jones brauche grob 8%, um auf neue Hochs zu laufen. Und deswegen hier nochmal der Hinweis, je stärker der Markt steigt, desto größer wird der Schmerz bei vielen, die nicht dabei sind. Erinnern wir uns an das Corona-Crash-Tief, wo auch keiner gekauft hat, also gefühlt, und dann auf dem Weg nach oben, um Gottes Willen, ist dann die Panik ausgebrochen.
Und so laufen Märkte einfach immer und immer wieder. Schauen wir uns mal die Nasdaq an. Technologieaktien zuletzt deutlich hinter den alten Blue Chips hinterhergelaufen. Aber auch hier, wenn wir uns das Bild mal anschauen, das ist jetzt Stundenchart, da haben wir zuletzt nur eine Seitwärtsbewegung gesehen, während die großen Aktien aus dem Dow Jones ja schon deutlich nach oben gelaufen sind. Jetzt haben wir an der Nasdaq aber das Gute, dass wir hier aus dieser Seitwärtsbewegung nach oben ausgebrochen sind. Und das ist so eine Chartformation, die immer wieder ein sehr gutes Chance-Risiko-Verhältnis verspricht. Das heißt, Rücksetzer sind kaufenswert mit der Chance, dass auch hier an der Nasdaq jetzt ein neuer Trend entsteht, dass hier eine neue Aufwärtsbewegung entsteht. Schauen wir uns das Silber an. Und hier klebt der Markt momentan auch an einem markanten Widerstand. Wir hatten zuletzt so leicht höhere Hochs, wir haben alte Verlaufstiefs hier und der Markt zeigt schon etwas Schwäche. Wir sind ja schon, ne, von 19 auf 22, das ist halt auch mal ordentlich, was der Silberpreis hier gemacht hat in wenigen Tagen. Das bedarf erstmal einer Korrektur. Und es ist sogar nicht auszuschließen, dass wir jetzt nochmal in Richtung 16 laufen. Und es geht einfach nur darum einzuschätzen, okay, wo sind die nächsten Marken, wo ich interessant in den Markt einsteigen kann, mit einem guten Chance-Risiko-Verhältnis. Aktuell ist das nicht der Fall. Aber wenn wir nochmal deutlichen Rücksetzer sehen im Bereich 16, Alarmstellen, da kann man kaufen. Was passiert, wenn die Käufer hier nicht locker lassen? Wenn wir einen Anstieg sehen, ich sag mal 23,50 bis 24, da müssen wir das werten, klares, starkes Zeichen. Und dann werden Rücksetzer interessant. Dann können wir Rücksetzer aus dem alten Widerstand, aktuell wird eine Unterstützung und von dort ist dann wieder eine Aufwärtsbewegung zu erwarten. Und jetzt gucken wir uns noch eine Einzelaktie an. Ja, alten Blue Chip, die McDonald's, wer kennt sie nicht? Und auch hier haben wir jetzt, ähnlich wie an der Nasdaq, so einen Ausbruch, beziehungsweise wir hatten hier eine lange Seitwärtsbewegung und jetzt haben wir hier einen Ausbruch aus dieser Seitwärtsbewegung gesehen. Die Aktie war auch erstmal kurzfristig überkauft. Jetzt sehen wir Rücksetzer in dem Bereich von diesen alten Hochs. Ne? Das, was ein alter Widerstand war, wird jetzt zur Unterstützung. Und an der McDonald's, wir wissen natürlich nicht, ob dieser Trade gut geht. Das wissen wir nie an der Börse. Wir können nicht mit jedem Trade gewinnen. Aber wir haben eine sehr gute Chance, dass wir, ich sag mal, vom aktuellen Niveau, insgesamt hier das ganze Gelbe ist ein gutes Einstiegsniveau. Von dort haben wir wieder eine valide Chance, dass wir in Richtung neuer Hochs laufen. In Richtung $300. Das wäre das nächste Ziel, was wir hier erstmal anlaufen können. Natürlich funktioniert die Börse nicht ohne Sicherungsnetz. Deswegen müssen wir einen Stop-Loss platzieren und da muss man einfach schauen, dass das Chance zu Risiko, dass dieses Verhältnis passend ist, dass wir einfach eine deutlich höhere Chance haben, dass wir mit unseren Gewinnern deutlich mehr gewinnen, als wir mit unseren Verlierern verlieren. Und dann ist es ja, das Gesetz der großen Zahlen, mit dem wir an der Börse langfristig nachhaltig Geld verdienen können. Und wenn Sie Lust daran haben, das Ganze zu lernen, Ihr Trading oder Ihre Börseninvestments auf ein solides Fundament zu stellen, dann besuchen Sie nicht nur am Montag um 18 Uhr das Webinar bei der Börse Stuttgart, sondern auch meine Homepage, die steinrückenakademie.de und tragen sich für ein Strategiegespräch ein. Dann können wir nämlich mal telefonieren, dann können wir gucken, wo Sie stehen, wo Sie hinwollen und dann kann ich Ihnen einen Weg aufzeigen, wie wir zusammenarbeiten können, wie wir bei Ihnen die PS auf die Straße bringen können, dass auch ja, Sie nachhaltig an der Börse Geld verdienen.